Heute, was geht ab, Leute? Hier auf dem Weg zu Chong, wöchentlicher Kochstream, Chill mit den Jungs, Tatis Format, Kochformat. Falls Chong schon wach ist, denn gestern Abend Nacht kam der Kampf von Tyson. Ich stehe halt heute Morgen so auf, check die Nachrichten, wer gewonnen hat, dies, das. Und dann sehe ich, dass Chong das gepostet hat, dann schreibe ich ihm. Und er hat sich halt den Kampf angeschaut und ja, mal schauen, ob er überhaupt schon wach ist. Aber ich habe gerade Tati gesehen, also warte mal schnell auf ihn und dann gehen wir gemeinsam rauf. Gebt gerne ein Like, Kommentar, Abo. Folgt uns auf Instagram, Facebook, Twitter und Twitch, Alter. Schon lange nicht mehr am Anfang des Videos gesagt. Macht das bitte. Rabattcode, super saftig. Für Kogo-Bestellung. Hier. Hier hinten, ja. Da sind zwei drin, Digga. Ja, hab ich auch bemerkt. Die kann auch noch einer essen. Nicht ich. Ja, die probiere ich heute. Ich teste schon ein Stückchen, geht schon. So eine Ecke. Solange mein Junge noch da ist. Hab ich mir halt gedacht, machen wir halt einfach mal eine Brühe, oder? Also ich bereite noch alles vor hier, hinter der Kulisse, aber Tati legt schon direkt los. Ja, man muss ein bisschen vorarbeiten, ja. Der Couscous von Koro ist ja kein Instant-Couscous, das ist ein richtiger Couscous, den man dämpfen muss. Ja? Oder man kann ihn wahrscheinlich auch kochen, aber wir dämpfen ihn, sprich wie in Tunesien, also wie in den arabischen Ländern. Da habe ich einen Couscous-Topf mitgebracht. Okay, ja. Mein Gott. Man könnte jetzt rein theoretisch einfach Wasser machen und das dämpfen, aber ich mache ein bisschen Brühe. Da hast du mehr Geschmack. Das dann hier oben drauf, dann Deckel drauf und dann wird er gedämpft. Ja? Ganz geil. Mit der Brühe, glaube ich, kannst du einen leckeren Geschmack kommen. Ja? So. Das habe ich jetzt kalt gegart, ja, das heißt im Grunde salzen und zuckern, dadurch zieht es Flüssigkeit und das nennt man dann kalt garen, das heißt es wird dann ein bisschen weicher, ja, und dann nur noch ein bisschen dazu, ja, geil. Also ich hätte schon unseren ersten Kunden, der wird 20 Euro Eintritt zahlen. Für was? Um hier essen zu dürfen. Echt jetzt? Ja. Geiler Scheiß. Der Mert. Mert? Von den Trackmasters, er hat gerade auf Insta geschrieben. Echt jetzt? Ja, so, das sieht ernsthaftig aus, lass mal mitessen. Ich so 10 Euro Eintritt. Er so, dafür würde ich sogar 20 zahlen. Oh mein Gott, mehr hat Erdmann, oder? Ach, du bist wirklich, aber 500 Gramm? Also wie viele Falafeln möchtest du? 500 Gramm? Also so Falafelbällchen. Einige, glaube ich. Also je nachdem. Wenn man so 30 bis 50 Gramm für ein Falafelbällchen rechnet. Aber ich denke mal, wenn da ja ein paar Leute kommen, kann man das schon machen, oder? Ich hoffe, die Schüssel reicht, oder? So, 500 Gramm. Winter is coming. Luchas. Tasse. Kuss geht raus. Wir verwerten alles wieder. Oh mein Gott, das hat fast 600 Milliliter hier drin, oder? Fette Tasse, oder? Richtig fette Tasse, Mann. Gib mal ein Update. Wie ist die Lage hier? Also, Couscous dämpft noch, ich hoffe, der wird gar. Mein Gemüse dazu habe ich schon fertig. Ich habe auch eine kleine Marinade gemacht aus den Tomatenabschnitten, Petersilie, Minze, gemixt mit ein bisschen Balsamico, Olivenöl. Ich habe einen Joghurt gemacht mit Minze, ein bisschen schärfer, ich weiß nicht, wie scharf das ist, auch Minze drin. Tofu klein geschnitten, angebraten mit Knoblauch, bisschen mit, wie heißt das, mit Curry. Und Sojasauce, Honig abgeschmeckt. Die Falafel haben jetzt gequält. Ja. Und Topf steht jetzt auf, Pfanne steht auf und jetzt frittieren wir die. Machen wir mal einen Test und dann ja, hoffen wir nur, dass der Couscous bald fertig wird. Und dann können wir essen. Irgendwann mal. Heftig, Mann. Erstmal machen wir mal einen Test. Ja. Et voilà.
Schaut geil aus. Das ist er. Der Test, die Testfalafel. Geil, ich muss gerade probieren. Und? Ist doch saftig. Geil, Mann. Noch geile Soße dazu? Oha. Gut, gell? Ganz gut, ne? Nicht gekaufte Meinungen hier, die zwei sind nicht gekauft. Okay, meine Meinung, beide sind besser. So, Freunde, fast alles von Koro, also eigentlich alles von Koro. Schön Couscous gemacht, einen Salat raus, wir haben ein bisschen Gemüse drin. Die Falafel von Koro, oben drüber ein bisschen der Tofu, leicht angebraten, gewürzt. Einen Joghurt haben wir dazu gemacht, ja. Geiler Scheiß. So, jetzt machen wir noch Rangsteller. Dann gehen wir rüber essen. Dann gehen wir rüber. Dann haben wir noch Nachschlag, wenn es ist. Warte jetzt mal. Alter, der Tofu ist krass, aber das hatte man schon am Geruch erkannt, dass der krass wird. Couscous ist solide. Fresh. Und Falafel haben wir eh schon. Da gibt es auf jeden Fall gleich Nachschlag. So, wir gehen erstmal kurz rüber, ich komme gleich. Aber ich denke mal, wir fangen es um Januar, Februar wahrscheinlich an. Ja, klar? Ja. Ja. Wegen Finger und so. Ich muss dann auch meine Hände waschen, eh, oder? Oder soll ich mir eine Handschuhe anziehen? Wäre schon besser. Ich dachte, du wolltest erst auf Toilette. Ja, weiß schon. Ach so, Leute. Seht ihr, was wir. Ja, was soll ich jetzt machen? Die John hat doch gar keine Handschuhe da, Mann. Ich ja. Warte mal. Also, Kuss geht raus. Ich habe scharfe Chips bestellt für diese Challenge. Das war diese One-Chip-Challenge, aber das ist nicht das Original. Das Original wurde immer importiert und so, war mir zu teuer. Vor allem für ein, zwei Chips. 30, 40, 50 Euro. Aber der Kollege, sehr nett, hat die uns gesponsert. Kuss geht raus. Und jetzt hast du seinen Namen abgemacht, warte. Hab ihm angeschrieben, hey, wir machen das für ein Video. Hättest du Bock, uns die zu schicken? Er so, ja klar, gerne. Da hat er noch extra eine Packung geschickt, alle Sorten. Kuss geht raus an Trendhaus auf eBay. Werde ich unten verlinken. Der hat auch noch das hier beigefügt. Ein, wie nennt man das, Nummernschild, Schlüsselanhänger. Das ist ein Topseller. Falls ihr was braucht, könnt ihr gerne da vorbeischauen. Alles klar. Bei uns steht jetzt super saftig drauf. Sehr, sehr nett, der Kerl. Und Fatih will das jetzt tatsächlich testen. Alter, hol dir erstmal ein Glas Milch, für alle Fälle. Ey. Sehr gut, Hammer, sehr gut. Also vom Geruch her geht's. Ich dachte, das riecht. Stich direkt ins, in die Nase, in die Augen, aber 100.000 Scoville. Ja, probier halt. Das ist nur das Pulver. Nur. Da steht eigentlich Vorsicht beim Anfassen und so. Die meisten machen das mit Handschuh. Ja, aber doch nicht bei 100.000, Mann. 100.000? 100.000 Scoville, glaube ich, kann auch. Das ist, glaube ich, in Indien so normale Schärfe, oder? Ja, das Pulver geht. So. Ich mach's jetzt. Gib mal Feedback zu den Koro-Sachen erstmal. Zu den Koro-Sachen? Ja. Ganz geil. Ah, ich schwärme ja von Koro schon die ganze Zeit von Anfang an. Wir haben ja immer die Snacks jetzt genommen und die Nüsse habe ich ja probiert und die Pasten und was auch immer. Und jetzt haben wir was Neues gemacht hier. Schön gekocht mit Koro. Ja, Couscous haben wir gemacht. Schön Falafel. Tofu. Alles tipptopp. Wirklich sehr lecker. Ja, kann ich nur empfehlen. Schmacklich. Richtig nice, also das können wir öfters gerne machen, ja. Und bin sehr begeistert von denen, ja. Und ich glaube, wir haben noch viel zum, wie sagt man, viel noch zum Erforschen bei denen, ja. Und da gibt es noch einiges. Und ich freue mich drauf. Richtig geil. Dun, 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 dun. Also riecht wie so ein. Das ist ein Tortilla-Chip, Alter. Oh mein Gott.
Und? Nix. Okay. Nur scharf. Ich warte, aber... Keine Ahnung, Mann. Ich habe sowas noch nie gegessen. Das müsste eigentlich direkt sofort brennen, glaube ich. Es ist schon scharf, aber es ist jetzt nicht... Es ist jetzt nicht schärfer als die Nudeln. Okay. Das ist das, was ich meine. Okay. Ich glaube, die Nudeln waren sogar ein bisschen schärfer. Ich könnte sogar den anderen auch essen, oder? Also 100... Es ist nicht scharf. Also es ist schon scharf, aber für mich ist es nicht scharf. Ich, merkst du, ich brenne nicht... meine Augen brennen nichts. Ja, keine Augen, ja. Ja, also nächste Woche Ding. 1 Million. Ist ein bisschen trocken. Man hat so eine trockene Kehle. Aber das war's. Und ich muss ehrlich sagen, die Nudeln waren schärfer. Probier mal. Du kannst es beurteilen. Weil bei den Nudeln, da kam das und dann haben meine Lippen auch gebrannt. Weißt du, was ich meine? Okay, ja. Auch die Schärfe vielleicht da war. Aber die Nudeln waren schärfer. Nicht so scharf, gell? Das ist gar nichts, Mann. Du gesagt? Da werde ich ja gerade warm. Da gibt es ein bisschen Maul. Was? Was ist rausgefallen? Oder? Das sind nur 2 von 3. Mehr kommt hier rüber. Vielleicht war das auch bei den Nudeln so, weil es einfach viel war, weißt du? War ja eine größere Menge einfach. Also ja, es ist scharf. Aber das brennt dich doch jetzt nicht weg, oder? Digga, bei den Nudeln hast du bei den ersten 2 Bissen, aber danach warst du Game Over. Also spüren tut man schon. Und ich würde hier auch aufpassen, aber... Ja, es ist ungefähr wie die Nudeln. Es ist echt ungefähr wie die Nudeln. Die Nudeln waren schärfer. Ja, weil mehr war. Ja. Ich will auch Milch. Laura will auch ein Stück. Ich probiere ein Stück. Echt jetzt? Ist ja, das ganz schlimm? Nee. Nein. Echt? Isst du scharf? Nein. Hast du schon mal diese scharfen Nudeln gegessen? Nein. Ja, dann kannst du, aber... Doch, sie ist diese Ramen, die wir zu Hause sehen. Schauen wir es auch probieren. Ja, aber die halbe Ding. Schauen wir es auch probieren. Ja. Komm, doch, beide. Komm jetzt. Komm jetzt schon. Nimmt ein Stück einfach nur. Genau, es ist echt nicht scharf. Digga, ganz ehrlich, es gibt Chips, die sind genauso scharf teilweise. Ich weiß nicht, ob es Tortillas ist. Ja, das ist außerhalb, Leute. Ist schon scharf, aber es ist jetzt nicht so. Also ja, aber jetzt das mal 15? Ja, aber das ist aushaltbar. Doch. Ich finde oben der Gaumen. Ja. Ja, also es ist nicht also, nichts, also das schon. Nein, das auf keinen Fall. Also bist du gespannt auf? Das nimmt mir jetzt ein bisschen die Panik weg von nächster Woche, weil... Was nächste Woche ist? Nächste Woche eine Million Chip. 1,5 Millionen. Ja, das 15-fache, weil das habe ich jetzt wirklich locker, ich sage jetzt echt locker, hergenommen, weil das ist für mich eine normale Schärfe, wenn wir zum Beispiel in Tunesien scharf essen. Ja, Couscous, was auch immer. Das ist für mich, da essen wir sogar schärfer. Und das nimmt mir jetzt ein bisschen die Angst weg, ja, von dem 1,5 Millionen. Das fühlt zwar eine Hausnummer, aber ich freue mich. Ich freue mich. Also, wie kann man sich freuen? Ich freue mich jetzt. Ich gehe erstmal Hände waschen. So, ich bin wieder zu Hause. Auf dem Weg eine Freundin treffen. Ich habe ja gesagt, ich verschenke noch den Adventskalender, den ich gewonnen hatte. Es ist Weihnachten, die Zeit des Schenkens. Und außerdem kann ich eh nicht alle Snacks essen. Und wie gesagt, es macht ja eine Freundin und der Kalender ist einfach saftig. Ja, vielen Dank für den Support, Leute. Also manche schreiben ja, hey, gute Nachricht, also nette Nachricht. Ihr hört das wahrscheinlich öfters und so, bla bla, aber ganz ehrlich, man kann es nie genug oft genug hören, weil die einen hassen oder die irgendwas schlecht reden wollen, die sind ja immer laut. Aber denen es gefällt, die sind ja meistens still. Deswegen
Und so eine nette Nachricht ist in vielen Fällen, bedeutet die halt so viel, weil ständig liest du irgendwelche negativen Kommentare. Und wie gesagt, die haben ja keine Scheu, also die schreiben ja ständig, was sie wollen. Die haben ja sonst nichts anderes zu tun. Und die, die einfach nur zuschauen wollen und das genießen, die sind ja meistens still. Und ab und zu da einen netten Kommentar zu lesen, auch heute im Stream, wieder so ein netter Kommentar, hat sich auch Tati direkt gefreut. Der motiviert einen. Der motiviert einen, da weiß man wieder, yo, wir machen alles richtig, wir ziehen unser Ding durch, wir haben Spaß. Lassen uns die Freude, den Spaß nicht nehmen. Und wenn es gefällt, gefällt's. Wenn nicht, dann schade leider nicht, aber es gibt immer welche, denen es gefällt. Und hoffentlich finden wir da immer mehr Leute, denen es gefällt. Ja, wollte ich nur so sagen. Abschließende Worte, Leute. Vielen Dank für den Support. Ihr wisst Bescheid. Schaut gerne auf Instagram, Facebook, Twitter vorbei. Twitch @supersaftig. Rabattcode Kogo. Rabattcode auf Kogo. Supersaftig. Damit haben wir immer eine Menge Spaß und das Produkt ist auch gut. Grüße gehen raus an den netten eBay-Verkäufer Trendhaus, der uns die Chips gestellt hat. Nächste Woche dann 1,5 Millionen Scoville, heute nur 100.000. Ja, das war's eigentlich auch schon. Vielen Dank für alles, Leute. Freut mich echt. Ich habe jetzt keine Hand frei, leider, um die Kamera zu blocken. Mein Standard-Move, aber ihr wisst Bescheid. Serious Business.